Hi und willkommen zu dem letzten Tag meiner 7 Tage 7 Videos Challenge. Und ich bin heute nicht allein, das ist die Sarah, ihr kennt sie vielleicht, die Freundin von meinem Bruder. Und da ich sehr fleißig war, diese Woche mit Videos hochladen, mache ich mir heute einen schönen Tag mit ihr. Und wir haben uns gerade zurecht gemacht und geschminkt und ja, wir wollen heute einen chilligen Tag verbringen und durch die Geschäfte spazieren gehen und mal gucken, wie ich es schaffe, heute mal zu sparen, weil ich habe eigentlich schon genug Geld ausgegeben diesen Monat, aber es war auch relativ spontan. Eigentlich wollte Sarah was mit einer anderen Freundin machen, das hat nicht geklappt und bevor wir uns beide langweilen, gehen wir jetzt zusammen so ein bisschen shoppen und chillen und was trinken und sie glättet mir gerade die Haare, wie ihr sehen könnt, weil die sahen heute richtig schrecklich aus. Ich weiß nicht, was die Nacht passiert ist. Ich mach dich wieder schön. Sie macht mich wieder schön, also meine Haare sahen richtig, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich Breakdance tanze, während ich schlafe. Irgendwie sowas wird es sein. Sonst würden die Haare nicht so aussehen. Und falls ihr diese Woche ganz fleißig meine Videos geguckt habt, habt ihr auch die versteckte Verlosung gefunden in meinem Dutt-Tutorial. Tutorial habe ich es ja genannt. Und ja, die Gewinnerin blende ich euch jetzt ein und ich entschuldige mich bei all denjenigen, die ich mit der versteckten Verlosung erschreckt habe. Weil meine Freundin Lena habe ich schon fast zu Tode erschreckt mit der versteckten Verlosung. Und herzlich, ja, reden muss man schon können, herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin. Und schreib mir bitte eine Privatnachricht, damit ich dir, damit du, ja, mit deiner Anschrift. Warte gleich, nee, ich filme gerade nur meine Nasenlöcher. Wie immer. Ja, ich habe halt so eine Nase da, kann man direkt reingucken. Ich habe so eine Steckdosennase. Ich habe eine krumme Nase. Findest du? Habe ich ja noch nie bemerkt. Doch, ich habe eine etwas, die geht vielleicht nach da. Echt? Ja. Habe ich noch nie bemerkt. Also ich glaube, das ist, bemerkst aber auch nur du. Wir sind eh immer so selbstkritisch mit uns selbst. Viel zu sehr. Ja, aber nenn mir eine Frau, die das nicht ist. Ehrlich. Keine, oder? Ja, und gibt es irgendeine da draußen, die nicht selbstkritisch ist mit ihrem Aussehen? Wenn ja, bitte melden. Die es nicht sind, das sind arrogante... Bevor es aber gleich losgeht, wollte ich noch ein Video schnell drehen und hochladen, weil heute ist Samstag, ich habe noch kein Video gemacht, noch kein Video hochgeladen und will ja diese Challenge erfüllen. Ich habe übrigens auf meinem Blog auch eine Challenge hochgeladen und zwar 7 Tage 7 Fotos und da habe ich von jedem Tag ein Foto gemacht von meiner freien Woche und das könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr Lust habt und das verlinke ich euch in die Infobox. Und ja, ich glaube, meine Frisur ist bald fertig. Ich zeige es euch mal. Jetzt sind meine Haare geglättet. Und es ist viel besser als vorher. Ich nehme jetzt mal ein Video auf. Und ich mache es ja so, dass ich immer den Hintergrund erstmal einblende. Und demnach sollte ich den mal auffüllen, weil die ganzen Schminksachen sind daraus gezogen worden. Und das sieht dann natürlich doof aus, wenn da so ein leeres Display im Hintergrund steht. Also, erstmal wieder einräumen. Und dann kann ich mit dem Video beginnen. So müsste es reichen. Und jetzt geht's los mit dem Haul-Video. Hallo zusammen, heute habe ich einen kleinen Einkaufstipp für euch. Und jetzt bearbeite ich eben noch das Video, was ich gerade gedreht habe. Es ist das Häulchen-Video von gestern, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, und das bearbeite ich jetzt kurz, dann laden wir das hoch und dann können wir auch endlich frohlockend shoppen gehen. Und ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe mir im Sonneborn Regale gekauft für meine Schuhe und für meine Handtaschen. Und meine Lieblingsschuhe sind jetzt hier. Und das wollte ich eigentlich. Und Sarah. Und die alle. Ey, hören Sie mal! Hören Sie mal! Ja, meine Lieblingsschuhe hat Sarah jetzt alle geklaut. Die kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Aber dafür zeige ich euch eben das eine Regal mit meinen Lieblingshandtaschen. Und ich, ja, in meinem Fashion- und Fun-Video, ich verspreche, es wird kommen. Es wird kommen. Ich hatte keine Zeit gefunden, leider, für so ein längeres Video. Und, ja, in meinem Fashion- und Fun-Video werde ich euch dann nochmal das Schuhregal zeigen. So, wir machen jetzt noch ein Outfit of the Day. Ich trage heute dieses schöne Kleid. Das ist voll im Trend. So sexy. Lustig, Spaß. Füße hoch, der Witz kommt tief. Und nein, wir sind, machen uns jetzt noch schnell was zu essen. Und zwar Spaghetti Aglio Olio. Und deswegen habe ich diesen lustigen Aufzug, weil ich meinen weißen Pulli nicht dreckig machen möchte. Und ja, wir stärken uns jetzt noch ein bisschen und danach schauen wir mal, wie weit mein Video mit dem Upload ist. Und dann kommen wir heute hoffentlich auch noch aus dem Haus. Hoffentlich. Und dann, ja,
gehe mit ein bisschen draußen. Also gegen 22 Uhr werden wir hoffentlich fertig sein. Hoffentlich. Da sind die Geschäfte zwar zu, aber egal. Macht nichts. Haben Geld gespart. Brechen wir halt ein. Yay, es ist hochgeladen. Endlich kann's losgehen. Womit soll ich anfangen? Ich fange mal von unten an. Die Schuhe sind von Komma. Die Jeans ist von Hilfigerdimmen. Blazer und die Strickjacke hier drunter sind von H&M. Das graue T-Shirt, was ich da drunter trage, ist von Promot. Das Tuch oder der Schal ist von C'est la vie heißt der Laden. Okay. Meine Tasche ist von Nike. Moment. Oh, zeig mal, von Nike? Ja, die ist von Nike. Cool. Cool, ne? Ja. Finde ich auch. Habe ich mal bei vor Jahren mal bei Brands for Friends für wenig Geld bekommen. Gefällt mir. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Die Mütze? Die Mütze weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer die ist, weil die mir eine Freundin geschenkt hat. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Und schmucktechnisch? Guck mal, die Ringe. Schmuck habe ich, den habe ich mir mal irgendwann in Griechenland geholt. Den fand ich total schön. Der wurde extra für mich maßgeschneidert, fertig gemacht. Mhm. Der kennt vielleicht viel, das dieser Klunker von H&M. Das ist, keine Ahnung, aus meiner schönen Krimskramskiste mit selbstgebrachten, angebrachten Kreuz. Und wo ich, was, und dann, ich total, was für ein BH schön, trägst du heute? Was für ein BH ich trage. Das, ich habe sogar einen richtig schönen Hunkemöller gehabt. Soll ich mal zeigen? Mit Strassschrein. Ich trage nur Nippelsticker. Ich trage mal genau. Den Nagellack. Wo hast du den Nagellack her? Der ist von, wie nennt man? Agnes B. Agnes B. ist der, genau. So einer so der neuen Frühlingslacke, glaube ich. Genau, ne? so ein, ja, etwas. So ein verwaschenes Grau, Blau, genau, Jeansblau. Genau, also eher grau, es geht eher wirklich in den Grauton. Jetzt sieht es ein bisschen bläulich aus. Du wolltest was zur Kette sagen? Genau, die Kette ist auch aus dem Laden C'est la vie, genau. Und das war das Outfit. Oh. So, jetzt zeige ich schnell mein Outfit, bevor wir den Zug verpassen. Das ist meins, leger und schlicht, darauf hatte ich heute Lust. Und ich trage die Boots von Buffalo, dann meine neue Hose von Zara, die gibt es auch noch aktuell in Nude. Dann mein Lieblingspulli in Weiß von Forever 21. Den Schal, den habe ich von Zara. Und diese ja, Blusenjacke, sage ich mal, weil die transparent ist, habe ich von Gina Tricot. Die gibt es vielleicht auch noch aktuell, weiß ich leider nicht. Die Tasche, die habe ich von TK Maxx. Und wie immer auch mein Nietenarmband habe ich heute an von Juicy Couture. Und ja, Ohrringe, Nietenohrringe, goldene von H&M. Und das war's auch schon. Den Nagellack, den ich trage, der jetzt abgecrackelt ist, ist von Essie, die Farbe Brush the Subject. Unglaublich aber war, nach einem Kampf mit dem Regen, nach einem Kampf mit dem Fahrkartenautomaten, haben wir es endlich in den Zug geschafft, noch rechtzeitig. In letzter Sekunde und jetzt geht's los nach Dortmund. In einem Kino. Ja. Mit unseren Männern. Genau, in dem Film Battleship. Der Film ist... ja, wie Schiffe versenken mit Aliens und Militär und ganz viel Rumgeballer. Also was für Jungs. Aber ich fand ihn nicht schlecht, aber ist nicht mein Lieblingsfilm, definitiv nicht. Und reicht, wenn man den einmal im Kino sieht und dann ist es auch gut. Ja, wie fand ich den Film? Ich fand den Film jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Also die Kampfszenen mit den Aliens an sich fand ich spannend. Und super gemacht, aber alles drumherum und die Charaktere und deren Beziehung zueinander fand ich ätzend langweilig. Echt, die erste halbe Stunde des Films hätten sie sich echt sparen können. Vor allen Dingen war mir der Hauptdarsteller irgendwie total unsympathisch. Und ja, von daher dieses melodramatische, heroische Rumgetour fand ich auch schlecht. Aber ja, die Action-Szenen waren gut. Also ein Es-geht-so-Film meiner Meinung nach. Gestern, da waren wir mit Lena und Erna was trinken und essen gehen und danach haben wir einen kleinen Ladies-Abend bei mir zu Hause gemacht mit ganz viel Schminke swatchen und tratschen und... Der ist so schön. Und wir haben versucht, schöne Fotos zu machen. Ich kann euch ja mal eins einblenden, auch wenn mich Erna dann umbringt und Lena auch. Je schöner man versucht zu sein, desto krampfiger und schlechter wird's. Und wir hatten eigentlich die ganze Zeit schon total diskutiert, welchen Film wir denn dann später gucken. Und ich war eigentlich die ganze Zeit für Red Riding Hood. Aber ja, aufgrund einer Person, die den Film bereits zu gruselig fand, haben wir uns dann für einen Liebesfilm entschieden. Und wir hatten zwei Liebesfilme, einen ernsten Liebesfilm und einen lustigen. Und dann dachten wir, nehmen wir den lustigen Film. Und dieser Film nennt sich When in Rome. Mit Abstand der schlechteste Film,
neben Scary Movie 4, den ich jemals gesehen habe. Also, wir haben uns zwar köstlich amüsiert, aber wirklich nur deswegen, weil der Film total scheiße war. Schnulzig, aber nicht witzig. Also, Schnulzenfilme sind ja dann irgendwie ganz schön, wenn sie auch so ein bisschen Humor haben, wenn die ganz witzig sind. Ich fand den überhaupt nicht witzig. Sollte lustig rüberkommen, ist er aber nicht. Und das, obwohl Danny DeVito mitspielt, und den ich eigentlich total klasse finde. Der sollte sich echt schämen, dass er in so einem grottigen Film mitgespielt hat. Wirklich. Nein, hat mir nicht gefallen. Ich mag sowieso nicht so gern Liebesfilme, aber das war der schlechteste Liebesfilm, den ich jemals gesehen habe. Grauenvoll. Ich kann Sarah da voll und ganz zustimmen. Das einzig Gute an dem Film war, oder eher gesagt, das einzig Geile an dem Film war der Hauptdarsteller des Films. Das ist eine Sau. Meine Tasche ist heute ziemlich schwer und vollgepackt, weil ich heute bei Chrissy gepennt habe und deswegen ein paar mehr Sachen mit hatte. Ich zeige euch jetzt nicht meine Wäsche oder so. Hier vorne Handy, alles, was eine Frau braucht. Ja, genau. Lippenstifte, Schminke, Portemonnaie. Achtet bitte nicht auf die Flecken hier. Es hat gerade geregnet und die sieht jetzt ein bisschen komisch aus, die Tasche. Taschentücher sehe ich. Nein, M&Y. Was ist das? Das ist mein Brillenetui. Oh. Genau, von meiner schönen Brille, die ich heute nicht auf habe. Oh, hier ist ein Augen-Make-up-Entferner. Braucht man auch immer für die Zugfahrt. Schlüssel, ist das, was man halt so benötigt. Die habe ich mal von dir geschenkt bekommen. Ich finde die recht gut. Warum hast du keinen Müll in deiner Handtasche? Ich habe den habe ich sehr Müll. Wohl drin, aber ich habe ja gesagt, ich zeige nicht meine gesamte Tasche. Ne? Oh, du bist ja feige. Hier sind meine Ohrstöpsel und da ist auch schon das erste benutzte Tasche. Wieso hast du Ohrstöpsel mit? Weil ich auf die Hinfahrt hierhin Musik gehört habe. Da ist ein ganzes Übernachtungszeug drin, ne? Das ist meine Schminke. Ah ja. Wollt ihr diese? Aber nur kurzen. Ja, kurzen. Also das, was einmal reinzoomen, so, weil sonst hat das Video ja XXL. Ja, sonst dauert es ewig. Also hier. Bam. Schminke. Schminke. Alles Schminke drin. Ich durfte schon drin rumgrapschen. Das ist cool. Das ist von Zoeva. Dieses Pinselset in Weiß. Das ist ein cooler Pinsel. Ja, der nur halt flach ist. Flach wie eine Flunder. Ja, hat sie falsch getrocknet. Ich bin ja nicht so der Vollpro. 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 Nur Vollproll. Genau. Also Tasche ist ziemlich dick gepackt und damit jetzt gleich shoppen zu gehen, wird mir nicht so Spaß machen, weil ich damit voll die Leute umrennen werde. Ja. Werden die sowieso umrennen mit unserer Knoblauchfahne. Genau. Wir haben ja Spaghetti Aglio Olio gegessen. Oh. Und das Telefon klingelt. Meine Handtasche, ich habe sie euch ja gerade schon gezeigt. Und ich muss euch warnen, meine ist nicht so ordentlich wie die von Sarah. Ich habe mit mein Portemonnaie logischerweise, dann habe ich mein iPad mit und dann habe ich auch mein Handy mit, aber Akku ist schon leer. Also irgendwie habe ich das versäumt, rechtzeitig zu laden. Samsung Galaxy S2 habe ich. Das habe ich noch, dann habe ich Müll hier drin, das wollt ihr nicht sehen. Kopfhörer, irgendwelche Kassenbelege, ach, von der Stadtbücherei hat das. Und dann habe ich diese Extra Professional, sehr gerne, von mit der Geschmacksrichtung Mango-Melone, sehr lecker. Dann diesen Hello Kitty Handspiegel mit so einem Kamm drin, habe ich aus einem Laden namens Shubidu. Was habe ich noch hier drin? Moment. Taschentücher natürlich, dann habe ich meinen Hausschlüssel hier drin. Dann habe ich auch ein bisschen Schmink hier drin, aber nicht viel, nur zum Auffrischen. Also ein Rouge-Pinsel und Rouge, MAC Peach Twist. Dann diesen Lipgloss, Coral Reef von Revlon. Dann diese Mascara, Hypnose Doll Eyes Mascara. Die finde ich alleine nicht so gut, aber zum Drübertuschen auf anderen Mascaras finde ich die ganz gut, weil die nicht klumpt. Und ja, ich glaube, das war es auch schon. Das reicht ja auch. Das iPad ist auch schwer genug. Dann habe ich hier noch diesen Button, den Glamour Shopping Week Button. Moment. Da steht Shopping Queen drauf. Voll süß. So, und das war's. Und dein Handy klingelt schon wieder. Du bist ganz schön begehrt. Galerie schon einige Geschäfte durchstöbert und jetzt gehen wir in unseren Lieblings-Feinkostladen. Nom, nom. Und ich habe euch schon in meinem Video davon erzählt, Eulen Weniger heißt der. Und hier gibt es tolle, leckere Sachen. Und die sind teuer, scheiße.
Und man kann auch von einigen Sachen immer so Kostproben nehmen. Und ich habe auch gerade fett zugeschlagen. Hier, das ist dieses Dressing, was ich euch in meinem Video schon gezeigt habe. Und das habe ich hier drin. Und diesmal Portwine Dressing. Was hast du? Irgendwas ganz Scharfes probiert. Durch die Läden spazieren und stärken uns gerade und ich glaube, wir haben hauptsächlich aber Lebensmittel gekauft, komischerweise. Es war jetzt keine große Shoppingtour, die wir gemacht haben. Nee, das nicht. Aber war trotzdem gemütlich und jetzt sowieso, jetzt wo wir hier mit unseren Kaffees sind und gleich geht's auch wieder nach Hause und dann zeigen wir euch im Zug, was wir gekauft haben. Ich werde nachher Germany's Next Topmodel noch Topmodel nochmal gucken, weil ich hatte das Donnerstagabend verpasst, weil wir ja im Kino waren zusammen. Deswegen muss ich natürlich unbedingt diese Folge noch reinzimmern. Wenn ich danach noch nicht schlafen kann, gucke ich mir noch irgendwas anderes an, zum Beispiel Dexter oder Game of Thrones. Das sind alles natürlich Serien, wo mich Christi voll angefixt hat. Ja, und das muss ich jetzt unbedingt auch gucken, weil das echt gute Serien sind. Mein Freund, also Christis Bruder, ist nicht zu Hause, von daher mache ich mir irgendeinen geilen Gammel-Serienabend zu Hause, schmink mich gleich ab, wenn ich nach Hause komme, schmeiß die Sachen in die Ecke und auf geht's. Morgen bin ich eingeladen, also mein Freund und ich, und zwar zu meinem Bruder und Sarah, die haben uns zum Essen eingeladen und zum, ich denke mal, so chillen, Filme gucken. Und da bin ich schon gespannt, ich lasse mich von Sarah nämlich kochen, weil das ist ein Dankeschön für ein Jahr lang Chrissy Cosmetics Sponsoring Deluxe, weil sie ist Stammkundin meiner Schminkgrabbelkiste bei mir zu Hause, ja. Sie fegt die immer sowas von leer, jedes Mal, wenn sie da ist. Und letztes Mal, als ich... Wann war denn das? Das war doch... Nee. Letztes Wochenende. Ostern. Kommt sie bei mir zu Hause an und sagt, drück ab die Schminke. Das war wirklich so der dritte Satz, den sie gesagt hat, als sie bei mir reinkam. Ja, und dann als Wiedergutmachung kriege ich dann was Leckeres gekocht. Was willst du kochen? Ich mache Scampis in Weißweindose. Lecker, ich liebe Nudeln dazu. Ja. Ja, das machen wir irgendwas morgen. Geiles, Einfaches, Leckeres. Und da freue ich mich schon drauf. Und das ist irgendwie lustig. Wir haben jetzt 4 Tage hintereinander miteinander verbracht. Und wir sind uns noch nicht an die Gurgel gesprungen. Ja, morgen wird es soweit sein, denke ich. Leute, wir haben Angst. Wir sind jetzt Richtung, wir gehen gerade Richtung Hauptbahnhof und hier ist die Hölle los. Ich glaube, hier geknallt, geraucht und hier schreien die Leute. Die BVB-Fans werfen hier Böller. Und hier ist alles am Qualmen. Oh, das ist laut, wie ihr hören könnt. Also wenn ihr irgendwann dieses Video findet, ja, wir leben da nicht mehr. Oh mein Gott. Und da müssen wir jetzt durch die Massen gleich. Dazu sagen, es wirkt immer so, bitte nicht falsch verstehen, als würde ich Christi alles nachkaufen. Tue ich auch. Einmal diese Ohrringe. Oh, das wusste ich gar nicht. Genau, die habe ich mir geholt. Aber eigentlich nur deswegen, weil ich auch bei Mango, aber das ist jetzt nicht die gleiche Kette, die Christi auch hat. Ich habe eine Eule gekauft. Moment. Die süße Eule. Und dazu brauchte ich halt irgendwie die passenden Stecker. Jetzt habe ich noch ein High-Fashion-Haul für euch. Aus Hilfe. Wir haben nämlich auch, ich glaube, ich fange hier mit an. Bei diesem Feinkostladen Oil & Vinegar habe ich voll zugeschlagen. Da habe ich die meisten Sachen gekauft. 2 Dressings. Einmal das Dressing, was ich immer nehme, Senfdill-Dressing. Und dann wollte ich mal ausprobieren, dieses Portwine-Dressing. Das ist knallerrot, sieht voll cool aus und schmeckt gut, so süßlich. Und dann wie immer meine Lieblingstomatenpesto. Schaut so aus. Nächster Station, Dortmund, Signal, Iduna Park. Ja, und dann habe ich mir mal was gegönnt. Nämlich eine Olivenpaste. Ich stehe voll auf Oliven. Und zwar sieht die so aus. Und da sind grüne Oliven drin, schwarze Oliven und Knoblauch und Olivenöl und. Kann es kaum erwarten, hier das aufs Brot zu packen.
Und ich werde mir dann später einen Salat machen. Bin ich schon total scharf drauf. Ich habe schon voll Appetit drauf. Und habe mir demnach hier in Rewe den Salat geholt. Dann noch Feld. Nee, was ist das? Feldsalat, genau. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah nee, rechts. Das war ein Fehler. Und dann geräuchert Lachs. Und dann noch Putenschinken. Einen weißen Griechen nehme ich mir mit nach Hause. Das will ich auch mal ausprobieren. Das ist halt mit Feta aus Ziegen- und Schafs. Da gab es 1000 Sorten. Käse. Genau, da gab es ganz viel. Und ich kenne sonst den scharfen Griechen, der ziemlich scharf ist, weil da Knoblauch und Chili mit drin ist. Ja, den will ich auch mal ausprobieren. Und jetzt probiere ich mal den. Ich hoffe, der schmeckt gut. Aber Hauptsache Knoblauch. Und nun ist dieses Video auch zu Ende und hiermit ist dann auch meine 7 Tage 7 Videos Challenge zu Ende. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem so oft wie möglich regelmäßig Videos hochladen werde. Aber morgen muss ich dann ja wieder zur Arbeit und da wird es leider nicht möglich sein, dass ich wirklich jeden Tag ein Video mache. Aber es hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, dass ich vielleicht doch versuche, so oft, also öfters als sonst ein Video zu machen. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit uns mal einen Tag abzuhängen und... Ja, habt noch einen schönen Sonntag oder je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, einen anderen schönen Tag. Ciao. Ciao.